So, Gamma H läuft. Was kann man denn rausschneiden? Er wird das jetzt drin lassen. Ja, natürlich würde ich das drin lassen. Ja, hallo. Warte, ich warte, bis ich sitze. Ja, und dann kannst du begrüßen. Das bleibt aber alles drin. Nein. Doch. Also, wir machen jetzt Mittag für drei Personen. Und zwar nach einem Rezept von Mi, was Mi gepostet hat. Wir haben gedacht, das wäre eine gute Sache. Und da wir jetzt hier zusammen das mal so machen. Wir haben auch schon mal was vorbereitet. Und zwar, ich fange mal hier mit an, das zu erklären. Wir haben hier einen Toast. Sowas, also dass das so braun ist, kriegt man damit hin, dass man so ein Gerät benutzt, was ihr jetzt nicht sehen kann, was da drin steht. Das ist ein Toaster, da muss man das erst so reintun und dann auf den Knopf drücken. Dann machen. Nein, du musst den Hebel runterdrücken. Den Hebel, genau. Also der Fachbegriff war mir jetzt unbekannt. So, die nächste Zutat kannst du bitte mal... Wir haben übrigens was gelernt über Toaster, neulich erst. Warte, noch keine Zutat. Das ist nämlich ganz neue. Wusstet ihr, dass die Zahlen auf dem Toaster nicht Level of Toastiness bedeutet, sondern einfach nur die Anzahl der Minuten, wie lange der Toast getoastet wird? Bei mir sind da weiße und braune Symbole. Ich glaube, es sind Punkte vielleicht bei dir. Ich muss mal gucken. Also, es ist jetzt nicht mein Toast, also es ist irrelevant für den Rest des Videos. Für jetzt die nächste Zeit. Das weiß ich nicht, ob das irrelevant ist. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ach ja, das ist Mandel-Schokoladecreme. So, ich zeige euch jetzt, wie man das hier Toast tut. Es ist wichtig, die vorher einmal umzudrehen, den Toast, dann schmeckt das weil, besser. Nein, ich erkläre das. Das ist die Seite, die eine höhere Fläche hat, das verglichen mit der hier. Ne? Und da passt mehr drauf. Okay, ja, da läuft es aber eher runter. Ja, okay. Das läuft. Du bist der Meister, ja. Das ist für das Gericht total super. Alle wissen, er ist der bessere Koch. Wir vertrauen ihm. Genau. So, nachdem das jetzt einigermaßen gleichmäßig verteilt ist. Einigermaßen ist bitte leck das Messer ab. So. Nee, ich leck nicht das Messer ab. Weil du gesagt hast, dass du das nicht machen sollst. So. So, die dritte Zutat bitte. Das ist vegan. Daran zu erkennen, dass hier V und vegan steht. So, ach, das ist ja noch zu. Wir machen das jetzt hier auf. Soll ich dir ein Messer holen? Nein. Wir haben noch ein Messer hier. Reichen eigentlich? Ich mach zwei Scheiben, oder? Nein. Eine Scheibe reicht. Ja. Warum kriegst du das jetzt wieder weg? Das hätten wir jetzt gebraucht. Ach so, ja, okay, sorry. Oh Gott. Nee. Ich meine, wir wollen doch nicht zwei Sachen dreckig machen. Wir wollen das. Stimmt, das soll leicht sein, ja. Und wenn man zwei. Wir hätten gleich das Messer nicht. Ja, genau, wir hätten gleich das Messer. So, jetzt kommt das Schwierige. Wenn man es jetzt in die Hälfte. Wir sind jetzt zu dritt. Normalerweise, wenn man alleine wäre, wäre es voll einfach. Dann könnte man es jetzt einfach neben essen. Aber dadurch, dass wir zu dritt sind, müssen wir es jetzt in drei Drittel teilen. Und das ist echt nicht leicht, weil irgendjemand wird sich garantiert benachteiligt fühlen. Und vielleicht sogar mehrere. Deswegen werde ich schneiden und den anderen sagen, sie sollen sich jetzt das nehmen, jeweils. Und da jetzt keiner so unhöflich sein will, mich zu übervorteilen, werden die sich die kleineren Stücke nehmen. Oder vielleicht auch nicht. Also ich probiere es jetzt mal. Vielleicht wollen wir. Hast du ein Lineal? Nee, das wäre jetzt zu viel Aufwand. Das soll ja leicht sein. Ach so, nach einer hätte ja dann das Mitteldrittel. Genau. So, das sieht jetzt so aus. Zubereitet jetzt. Ja. Bitte, bedient euch. Oh, das will ich ja. Ich bin skeptisch. Ich auch. Ich nicht. Das ist bestimmt voll lecker. Wer fängt an? Ich finde es total super. Überraschenderweise schmeckt man so fast gar nichts von dem Käse. Es schmeckt eigentlich fast nur nach Schokolade mit ein bisschen Salz. Ich finde, schmeckt das nacheinander. Schmeckt das aus der Schokolade und dann je nachdem, wo deine Zunge gerade dran ist. Ich finde, das ist ein Top-Gericht, was man selber auch mal zu Hause nachmachen kann. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger, weil es mehr Zutaten braucht. Man braucht einen Toaster, sowas hat ja auch nicht jeder. Man kann es natürlich auch ungetoastet machen. Man kann den Toaster auch in der Pfanne braten oder in den Ofen tun. Ja. Für den einen Zuschauer vielleicht, der keinen Toaster zu Hause hat, also das ist ergeben. Sehr lecker. Jetzt bin ich aber auch langsam ganz schön satt. Ja. Und so schnell hat man ein leckeres Essen für drei Leute gekocht. Ich glaube, ich brauche heute nichts mehr essen. Ja. Da ist ja auch alle Makronährstoffe jetzt hier drin, noch Fett und so. Und
Das macht er auch extra satt dann. Ich glaube, das Ende ist voll awkward, aber... Ja, du kannst jetzt noch abmoderieren. Also, ich lasse das mal jetzt auch drin, ich weiß es nicht, mal gucken. Ja, sicher. Sonst müsste ja jemand sich hinsetzen und da schneiden. Das kann ja dann jemand anders machen. Dann moderier's mal. Tschüss. Das ist ja ein Knopf.